Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute Morgen schon den Haushalt geschafft, habe gebadet, mich fertig gemacht. Meine Mutter kommt heute wieder von Urlaub. Wir wollen ein bisschen grillen. Wir gehen jetzt zum Markauf. Ich glaube, vielleicht ein paar Bratwürstchen und dann gucken. Die ist schon auf dem Rückweg von Dortmund. Deswegen müsste sie bald da sein. Ich nehme euch heute ein bisschen mit und wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Geht's heute auch schon ein bisschen besser? Weil mein Magen ist noch nicht ganz so gut, aber mir geht schon viel besser. Ich habe gestern 2 oder 3 Pantoprazol genommen und Schmerzmittel. Und deswegen langsam geht mein Blähbauch weg, zum Glück. Ja, jetzt gehen wir zum Markauf, dann komme ich zurück, will ich meine Mama besuchen und meinen Geburtstag nachfeiern. Wir grillen, machen schön Essen, setzen uns zusammen hin. Dann nehme ich euch mit. So, wir sind jetzt fertig beim Markauf. Ich habe nur Bratwürstchen genommen, weil meine Mutter jetzt bestimmt auch noch was kaufen. Die Kinder freuen sich über die Otti-Elefanten, haben die bei Leuten gefragt auch. Die einkaufen, die älteren Leute sammeln das ja nicht. Ja, jetzt gehen wir nach Hause. Ich hoffe, meine Mama ist schon da. Geh sie kurz besuchen. Bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Meine Mutter ist auch gleich schon da. Dann gehe ich gleich zu ihr rüber. Erstmal kurz ausruhen. Zu Hause habe ich schon aufgeräumt, dann brauche ich nichts machen. Ja, Wetter ist voll schön draußen, kann man ruhig grillen. Bei ihr unten gibt es so einen kleinen Garten und da können wir grillen. Ja, deswegen ist ganz schön. Ich zeige euch das später. Zu Hause ist sauber, die Decken habe ich heute gewechselt. Gleich muss ich nur noch Wäsche machen. Kinderzimmer mache ich dann, wenn die Regale da sind. Der hat zu viele Spielsachen. Ich mache kurz die Wäsche, meine Kamera steht da unten, also mein Handy. Wundert euch nicht. Und ist schön auf draußen, ist schön und trocknet das schnell. Und dann gehe ich rüber zu meiner Mutter. Beim Flugzeug, wo die wieder gekommen ist, Flughafen, ein Koffer verloren gegangen. Da ruft sie gleich erstmal an, da sind die ganzen Geschenke, was sie mitgebracht hat aus Russland. Und der Koffer ist verloren gegangen. Tja, das ist ja eine Sache, aber die fragt da gleich nach, die ruft an, vielleicht kann sie das heute noch abholen, wenn die das finden. Gleich die Wäsche zu Ende. Ich komme kurz rein. Boah, ist das warm draußen. Koffer verloren gegangen. Das gibt's ja was. Die ist enttäuscht. Die ruft da gleich an. Vielleicht kann sie das heute doch noch abholen. Die sind schon gleich da. Deswegen mache ich schnell die Wäsche und gehe kurz zu ihr rüber. Bis gleich. So, ich gehe ein bisschen raus zu den Kindern. Ein bisschen mit denen spielen. Zu Hause habe ich eh nichts zu tun. Und dann kommt auch gleich meine Mutter schon. Die tauschen da diese Otti-Elefanten, sammeln die. Haben die ein Hobby gefunden. Gehe ich ein bisschen raus, ist voll schön draußen. Zu Hause habe ich keine Lust zu sitzen. Bis gleich. Guck mal, eure Otti-Elefanten. Wow, schon fast die Box voll. Oh, du hast auch schon fast voll. Super. Was habt ihr schon getauscht? Oh, der hat noch ein bisschen weniger, ne? Aber kriegt er auch noch hin. Jeder kleine Einkauf kriegt man immer 3 Stück. Ab, glaube ich, 15 Euro, ne? Oder ab 10 Euro. Ja, wir haben die Leute gefragt. Ja. Baba kommt gleich, ne? Gehen wir die kurz begrüßen. Meine Mutter ist wieder aus Russland zu Hause. Wir begrüßen die. Sie hatte langen Urlaub und heute grillen wir vielleicht. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben bei meiner Mutter Döner gegessen. Ja, und später zum Abend wollen wir grillen. Kommt ihr Freund vorbei. Machen wir ein bisschen Würstchen, Fleisch. Ja. Jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und dann gehe ich wieder raus. Sonst nicht viel vor. So Leute, ich habe mich umgezogen. Es hat eben ein bisschen geregnet. Ich habe so was Langes an, Hose. Oh, sieht man nicht.
und gehe jetzt ein bisschen raus zu den Kindern. Bis gleich. Die sammeln Spinnen da. Ich war ein bisschen mit Kindern draußen, ich bin wieder zu Hause. Meine Mutter ist jetzt im Laden. Die kauft ein bisschen ein und dann gehen wir raus zu grillen. Wir müssen gucken, wo hier ein Platz ist. Deswegen würde ich mich gerne schon von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss.